Gut, kommen wir zur Sache. Wir wollen, dass Sie den sowjetischen Spion, der gefasst wurde, verteidigen. Die Anklageschrift. Oh. Will ich die überhaupt in die Hand nehmen? Der Angeklagte kennt keine Anwälte. Das Bundesgericht hat uns den Fall untergejubelt. Die Kammer hat abgestimmt und die Wahl fiel einstimmig auf Sie. Und zwar wichtig, es ist wichtig für unser Land, Jim, dass jeder sieht, dieser Mann erhält einen fairen Prozess. Die amerikanische Justiz steht auf dem Prüfstand. So gesagt ist das Angebot für mich eine Ehre, aber Lynn, ich bin Versicherungsanwalt, ich habe ewig keine Strafsachen verhandelt. Ist doch wie Fahrradfahren, oder? Und Sie hatten Ihren großen Auftritt in Nürnberg. Da war ich ein Vertreter der Anklage. Spielt keine Rolle. Das Strafrecht ist Ihnen deswegen nicht fremd. Jim, bedenken Sie die Situation. Der Mann ist öffentlich angeprangert. Und das werde ich dann auch? Ja, von Seiten ignoranter Gruppen. Aber genau deshalb muss es ja gemacht werden. Und zwar kompetent. Es darf nicht so aussehen, als würde unsere Justiz Leute auf die Müllhalde werfen. Wir befinden uns in einem Krieg. Zurzeit wird dieser Krieg nicht mit Waffen geführt, sondern mit Informationen. Es geht um etwas sehr Wichtiges. Wir haben einen sowjetischen Spion. Wir wollen, dass Sie ihn verteidigen. Ich bin Versicherungsanwalt. Ich habe seit Jahren keine Strafsachen verhandelt. Haben Sie viele vertreten, die wegen Spionage angeklagt waren? Das wird für uns beide das erste Mal. Sie sollten vorsichtig sein. Die Menschen haben Angst vor diesem Mann. Er ist eine Gefahr für uns alle. Wie stehen wir denn vor den Leuten da? Als Familie des Mannes, der einen Verräter aus dem Gefängnis holen will? Jeder Mensch verdient eine Verteidigung. Jeder Mensch ist wichtig. Ab sofort sprechen Sie von der U-2 nicht mehr als Aufklärungsflugzeug. Sie werden Fotos machen über sowjetischem Territorium. Was ist passiert? Die haben unseren Spionagepiloten mit dem Kopf voller Geheiminformationen. Wir haben deren Mann und Sie verhandeln über den Austausch, damit daraus keine Regierungsgespräche werden. Sie könnten einen atomaren Schlagabtausch mit der Sowjetunion verhindern. Ich rede über die Sicherheit Ihres Landes. Wo sollen die Verhandlungen stattfinden? In Ost-Berlin. Sag mir nur, dass du dich nicht in Gefahr begibst. Irgendetwas, woran ich mich klammern kann. Ich tue das für uns. Es gibt nur noch wenige Wege in den Osten und die Rechtsstaatlichkeit ist da drüben weit weniger gefestigt. Versuchen Sie, Kontakte zu anderen zu vermeiden. Sie sind ein Fremder. Wir müssen bereden, worüber unsere Regierungen nicht reden können. Sie sind Amerikaner, die könnten Sie verhaften. Halten Sie sich von der Mauer fern. Wer rübergeht, wird erschossen. Viele Personen sind dagegen, dass dieser Austausch je stattfindet. Wir lassen den Mann nicht hier zurück. Die Dinge brechen auseinander. Solche Dinge haben ihren Preis, Jim. Sowohl für dein Land als auch für deine Familie. Unsere Bedingung ist ein Austausch. Nein!